Willkommen zurück zu Horizon. Wir sind beim letzten Mal auf eine Bekanntschaft gestoßen mit der unbekannten Stimme, die sich uns als Silence offenbart hat. Ein Name, der wahrscheinlich keine weitere Bedeutung hat, außer halt, boah, er ist halt so ein Typ, der sich auch sehr mit den Alten halt auskennt, so wie wir. Also ein bisschen, na gut, wir kennen uns auch nur so halb aus. Aber hey, so, der hat uns gesagt, hey, geh doch mal zum Garport, wo du schon mal gewesen bist. Hey, haben wir gemacht. So, und dann muss ich gucken, wo ich dann irgendwie hier wieder reinkomme. Ist ein bisschen her, dass wir hier gewesen sind. Das war damals, kurz bevor wir ins DLC-Gebiet gegangen sind. Und wir sind drin. So schnell kann's gehen. Was? Wie sind hier denn Maschinen drin? War das vorher auch? Ich bin überfragt. Es hat tot. Das ist die Hauptsache. Hauptsache tot. Alles andere muss man einmal gucken. Jemand von uns hat's erwischt. Die Dinger lagen davor auch nicht. Guten Tag. Oh, bewegt ihr doch mal nicht so viel. Das war's. So. Ich sollte mich hier mal ein bisschen umsehen. Ja, solltest du, weil das war hier vorher nicht. Was bedeutet das? Was auch immer das sein sollte. Es ist wohl nicht alles gut gelaufen. Wir sitzen hier fest. Er schlägt glatt durch uns durch. Wir müssen die Stellung halten. Und ihn dann abwehren. Ein Kampf. Eingefroren im Eis. Und in der Zeit. Oder kam ich hier vor nicht rein? Das kann sein. Das kann sehr gut sein. Ich glaube ja. Lieutenant Fiona Merrill. Titanenwarnung. Wir machen's wie beim Akron. Die Basis blockiert ihn. Dann greifen wir an und zerlegen ihn komplett. Alles wie immer. Jetzt geht's los, Leute. Die neunte MED am Platz. Hua! Kriegst du alles mit, Silence? Silence? Der hört bestimmt zu. Ja, so klingt Krieg. Das ist die Jana. Na, das ist ja heute wirklich ein schöner, andauernder Sieg. Kontakt in 30 Sekunden. Hey, ob Sovek Zero Dawn in der Zeit durchziehen kann? Passt das jetzt nicht? Ich muss sagen, es war eine Ehre, neben diesem Panzer zu dienen. Er kommt. Bereit machen zum Kontakt. Silence, hörst du das? Was denn? All diese Soldaten. Sie sind hier gestorben. Gestorben wird dauernd. Geh weiter und such etwas Interessantes. Corporal Lada Acosta, Status gefallen. Okay. Na, ich weiß nicht, ob die mir so gefallen hat. Operation Enduring Victory. Na dann. Der andauernde Sieg, ja. Ob aus dem andauernden Sieg etwas geworden ist, das lass ich mal dahingestellt, ne? Wir haben die Soldaten wohl geschlafen. So ähnlich wie in der Hütte in Mutterherz. Ja. Ein Protokoll. Protokoll 3. Kampf California Marina. Der Schwarm kam vom Pazifik und ich weiß nicht, ob es Freiwillige waren oder die verrückte 15. Aber sie zündeten den Müllstrudel an.
Mann, das Meer stand in Flammen. Das Zeug war... Mann, das Meer stand in Flammen. Das Zeug war... Die ersten Bots waren bedeckt von brennendem Schlamm. Das brachte uns ein oder zwei erfolgreiche Stunden. Dann hatte der Schwarm alles neu berechnet. Wir lockten sie ins Inland und weiter Richtung Kalmar. Ließen Gebäude auf sie fallen. Setzten EMP ein. Das übliche Prozedere. In Kalifornien war ich zuletzt mit 5, 6. Ein Licht wie der Socialnet-Nostalgiefilter, den es in den 40ern gab. Mhm. Okay. Protokoll. Der erste Kampf am Ostküstenschutzwall war lange vorbereitet. Das war vor Kalmar. Die Prognosen für den Osten waren noch schlechter. 3 Wochen lang bildeten wir in irgendeiner Küstenstadt Freiwillige aus. Was war das? Es regnete ständig, denn Europa war bereits niedergebrannt. Immer mehr Fertigkasernen. Sie wurden immer weiter aufgestellt, bis die Haupttruppe schließlich zuschlug. Mit den Freiwilligen machten wir Kampfübungen in den Straßen, wo sie gelebt hatten. Wir taten so, als ob es eine Zukunft für sie gäbe, wenn sie nur auf sich aufpassten. Nichts war schlimmer als die, die uns glaubten. Ihre hoffnungsvollen Fragen über Zero Dawn, als ob wir mehr wüssten als sie. Ich schwöre, allmählich werden wir so noch selbst zu Bots. Aber die lernen aus jedem Kampf. Und wir? Ich weiß nicht. Okay. Abberufene, ich erinnere euch an Artikel 115 der Basisrichtlinie. Die unerlaubte Nutzung der Prozessorzyklen. Insbesondere an 115c. Verboten ist jede holographische Simulation, die nicht direkt der Ausbildung dient. Ihr seid erinnert. Und viel Spaß beim Spielen. Mhm. Schatz, tut mir leid, dass ich mich erst nach Tagen wieder melde. Die Einsätze werden länger und immer härter. Der Schwarm kann uns jetzt besser einschätzen. Wir sind jetzt weniger. Und die Arbeit wird für uns Verbleibende nur noch mehr. Wie in einem Familienunternehmen. Aber es ist nicht meine Familie. Nicht ohne dich. Ich versuche, dich und unser früheres Leben aus der Sicht von außen zu betrachten. Früher freuten sich die Leute, uns zu sehen, als sie noch Hoffnung hatten. Alles scheint zu entgleiten. Ich erkenne nicht mal die Orte wieder, die wir verteidigen. Ich kämpfe nur noch für eine Sache. Nämlich für dich. Für Zero Dawn, um das hier abzuwenden, was immer es ist. Das heißt, alle wussten selber nicht, was Zero Dawn eigentlich ist. Sie sollten es nur ausführen. Danke für die Nachrichten. Die Zeit vergeht schnell im aktiven Dienst. 4 Monate jetzt. Und vielleicht 20 Einsätze? Die immer Möbel an der Westküste. Metall? Und dann mit diesen rekrutierten, ahnungslosen Zivilisten. Es war ihr gesamtes Metall Training Welt. Besteht aus. Sie waren vermutlich hier ist eine DEW. Schieß auf die Bots. Aber irgendwie klappt es. Mit dem 6. MEB haben wir einen Horus erledigt. Bei Lithium Beach. Es tat gut, dieses riesige Vieh vernichtet zu sehen. Ich hoffe, es kam in den Nachrichten, Schatz. Damit alle wissen, dass wir es schaffen können. Wir müssen Projekt Zero Dawn nur Zeit geben. Dann wird bald alles wieder wie früher sein. Dass sie auch immer dazwischen quatschen muss. Kannst du das nicht machen, wenn hier das fertig ist? Nein? Okay. Da geht es aber auch ganz schön tief hinab, ne? Was ist das hier? Eine defekte Konsole. Dass da überhaupt noch Akkustrom drauf ist. Na gut, weil Akkustrom von dem einen Ding da, was wir gesehen haben, das war ja auch schon ein bisschen krass. Eine Textdatei. Protokoll von Corporal Sarai B. Und gestern sprachen wir über den D-Day 55. Ich war noch ein Kind, frisch aus dem Ausbildungscamp. Die Versammlung in einem Drohnenhangar, es war Sommer und die Hitze mörderisch. Sie sagten, die menschlichen US-Kampftruppen wurden aufgelöst. Alles wird automatisiert, wir sind nicht mehr modern genug. 1 Million Arbeitslose bei einer Jahrhundertrezession. Manche haben die Roboter gebaut, die ihren Job kriegten. Und wer mit einem Exoskelett umgehen konnte, hatte eventuell Chancen auf einen Arbeitsplatz.
Vielleicht in der OWZ oder in China. Schön weit weg. Geringes Selbstmordrisiko stand auf der Entlassung. Ja, wenn mal irgendwann tatsächlich halt Roboter und sowas kommen, halt erschaffen werden, die nur fürs... ein Bett. Vielleicht das Zimmer ihres Kriegsherrn. Die für, ja, halt das Militärkämpfen sollen und sowas. Ich denke, das würde schon viele Soldaten irgendwann wirklich arbeitslos machen. Also nicht von heute auf morgen halt, so auf lange Sicht gesehen, je nachdem, wie effizient die halt auch sind und so weiter, ne? Und das sind halt tatsächlich auch nicht wenig Arbeitsplätze. Protokoll von Korpolizei. Alles klar, Quests. Eigentlich schien 64 ein ziemlich gutes Jahr zu werden. Kein Trinken mehr und keine Söldnerjobs. Die Arbeit in den Offshore-Windparks, nur ich und ein Plasmaschneider. 100 Meter über dem Meer und dann die Rückberufung. Ich las sie auf einer Turbine, es roch nach Ozon. Sie boten einfach alles, bessere Bezahlung, Amnestie für irgendwelche Kriegstaten, Staatsbürgerschaft. Man hätte fragen sollen, wo der Haken ist. Aber wir dachten nur, hey, wir sind also doch besser als die Roboter. Und Harris rede über Stolz und Pflicht, kluger Kopf. Er hatte recht, ich war stolz, US-Soldat zu sein. Ich wollte wieder eine werden. Und das kam dabei heraus. Ja, viele, die halt mal Soldat gewesen sind, wollen das auch definitiv bleiben. Und wenn sie halt in Ruhestand gehen und so, wollen sie halt dahin wieder zurück. Sie können da halt gar nicht mehr ohne. Einfach aus mehreren Gründen. Gründe, die ich halt so für mich persönlich halt nicht unbedingt nachvollziehen kann, aber jedem das seine. Ja, sei halt eben selbst überlassen, was er halt will und macht und tut. So, wo muss ich denn jetzt genau lang? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich kann in den Bruch klettern. Da geht's auch nicht lang. Und da komme ich ja her. Hä? Hey? Karte, hilf mich. Da ist irgendwo eine Treppe. Ach so, das ist hier der Gang nach unten oder was? Tolle Treppe. Hier komme ich nicht rein, ha? Ich suche die Tür. Mach ich gleich, aber will ich hier lang gehen. Okay, vielleicht auch nicht. Aber wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich sagt mir die Tür eh, hey, ich muss mir einen anderen Weg suchen. Rotes Licht. Heißt wohl kein Strom. Mensch, hast ja einiges gelernt in den ganzen Monaten hier. So. Das ist interessant. Aha. Oben, unten, links und rechts. Krieg ich hin. Nicht so. Links und rechts. Drei Leitungen, drei Quellen. Das ergibt eine. Mensch, du kannst ja richtig zählen. Auf dich kann man zählen. Ja, das auch. Okay, ich hätte auch die Leiter nehmen können. Nicht da jetzt runterfallen. Was haben wir hier? Oben, oben, unten, unten. Das kann ich. Und zwei. Noch eine. Mhm. Da soll ich runter? Nein, soll ich nicht. Okay. Schön, dass wir darüber geredet haben. Sah ich so ein bisschen aus, das könnte man da irgendwie runter, ne? Ich wüsste jetzt zwar nicht, wie ich von dort aus wieder hochkommen soll, aber...
Naja. Ich bin auch schon an Orte gekommen, du, da wusste ich gar nicht, wie ich da hochkommen soll. Aber hey.